Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und wir werden heute einen Neujahrsputz vornehmen, einen Vor- oder Nach-Neujahrsputz, je nachdem, wenn du diese Übung machst. Und ich werde zwei Themen kombinieren, die natürlich immer sehr gefragt sind in der Energetik. Auf der einen Ebene das Chakrensystem, das heißt, wir reisen heute durch Chakrensystem. Da sage ich gleich noch ein paar Worte dazu. Und auf der anderen Seite lösen wir Fremdenergien raus. Jetzt, um die Begrifflichkeiten da ein bisschen besser festzulegen, möchte ich noch kurz darauf eingehen, für alle, die das noch nicht gehört haben. Also das Chakrensystem umfasst ja als feinstoffliches Modell alles, was es so gibt. Das heißt, das Modell umfasst genauso unsere konkrete Welt auf der feinstofflichen Ebene. Das heißt zum Beispiel Finanzen, Wohnung, Körper, also das, was manifestiert ist, und geht aber dann immer sensitiv, also geht immer tiefer rein, beziehungsweise höher rauf, kann man auch bei den Chakren sagen, in andere Ebenen. Also das geht von dem Konkreten, von der Materie, das wäre so Wurzelchakra, in unsere Psyche so rein, das heißt ins innere Kind, das heißt das, was uns in der Kindheit geprägt hat, dann das, was uns sozial beeinflusst, ich und die anderen. Es ist so im Solarplexus aspektiert. Dann können wir natürlich sagen, okay, es geht um unsere Gefühlsebene, also das, was ich fühle. Dann geht es um das, was ich, wie ich handle, wie ich mich ausdrücke, kommuniziere. Dann um das, was ich denke und letzten Endes auch meine Intuition. Und das sind so die Ebenen und die sind alle im Chakrenmodell verpackt. Chakrensystem kann man einteilen, zum Beispiel in eine Farbskala von Rot bis Violett oder Weiß-Gold. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Und man kann natürlich auch sagen, okay, man kann auch aus jeder Ebene Fremdenergien lösen. Das heißt, von etwas, das anhaftet, sich lösen. Was meine ich jetzt mit Fremdenergien? Das ist jetzt nicht das Geist von Canterbury, der da jetzt gleich herumgeistert und irgendwelchen Schabernack treibt, sondern Fremdenergien sind eigentlich Beeinflussungen, die nicht wirklich etwas mit deinem Wesen zu tun haben. Wie bekommt man Fremdenergien? Auf der einfachsten Ebene ist es zum Beispiel mal über Medien. Ne? Du hörst irgendwelche Nachrichten und sagst, so schaut die Welt aus. Das heißt, in einer halben Stunde, wenn die Zeit im Bild läuft, wird dir erklärt, wie die Welt ausschaut. Und das wäre zum Beispiel eine Energie. Wenn dich das dann sehr beschäftigt, was du da hörst, hast du im Prinzip eine Fremdenergie drauf, wenn du nicht direkt betroffen bist von diesen Sachen. Eine andere Art, Fremdenergien sich zuzufügen, ist natürlich über das soziale Umfeld. Das passiert halt in Familiensystemen ganz, ganz häufig mit Arbeitskollegen, Freunden, Partnerschaften, also Leuten, mit denen man viel zu tun hat. Auch da ist es häufig, dass man eben so Fremdenergien mal aufnimmt. Zum Beispiel, man überlegt sich nur die ganze Zeit, wie empfindet der andere oder was denkt der andere jetzt über mich? Und das wäre auch schon so eine Art, wo man eine Fremdenergie sich herholt. Das sind alles relativ nachvollziehbare Ebenen. Schwieriger wird es halt natürlich dann, wenn es feinstofflicher wird. Das heißt, je flüchtiger das wird, umso schwieriger wird das nachvollziehbar. Was ich damit meine, ist natürlich, wenn man anfängt, ein gewisses Gefühl auszuleben und man hat zum Beispiel immer, keine Ahnung, man ist immer wütend und es entspricht aber einem eigentlich nicht selber, dass man ein wütender Typ ist, dann kann es sein, dass man da was übernommen hat, zum Beispiel. Oder auch von Gedanken her, dass man Dinge denkt, wie man so nicht denken würde. Auch da kann das dann immer so ein Hinweis auf eine Fremdenergie sein. Diese Meditation soll dir jetzt auf jeden Fall helfen, dein Chakrensystem durchzuputzen, durchzureinigen und gut in deine Mitte zu kommen und dass diese Fremdenergien abgelöst werden. Das ist jetzt alles überhaupt kein Thema und du brauchst da auch keine Angst zu haben oder dich zu fürchten, sondern einfach mach die Meditation
Das ist auch keine Meditation, wo es jetzt einen Kampf gibt. Das heißt, es ist jetzt nichts, wo du dagegen ankämpfen musst oder wo es recht hart zugeht, sondern das geht ganz selbstverständlich. Das heißt, wir bauen heute eine Energie auf, in der du ganz leicht diese Fremdenergien, diese Besetzungen lösen kannst. Und wir orientieren uns dabei am Chakrensystem. Ich wünsche dir jetzt viel Freude bei der Meditation und dann stimmen wir uns mal ein. Du kannst mal deine Augen schließen und einfach mal so tief einatmen. Und wieder aus. Und atme tief ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und ruhiger. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Deine Beine werden schwer, angenehm schwer. Dein ganzer Körper entspannt sich und wird nun angenehm, ruhig und entspannt. Jedes Nebengeräusch, das du jetzt noch hörst, bringt dich immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Die heutige Reise soll dich ganz in dein Zentrum, in deine Mitte bringen und soll vor allem auch deinen Hauptkanal, der durch die sieben Hauptchakren verbunden ist, durchputzen und reinigen, sodass du auf allen Ebenen zu 100% zu dir stehen kannst. Und nun holen wir uns eine kraftvolle Hilfsenergie, um Fremdenergien zu lösen. Und das ist ein tiefviolettes Licht von Erzengel Zadkiel. Und das steht für die Energie Lösen von Manipulationsenergien. Das heißt, dieses Licht löst Manipulationsenergien und auch Energien, wo du boykottiert wirst oder wo du dich selber bewusst oder unbewusst boykottierst. Und wir bitten jetzt mal um das violette Licht von Erzengel Zadkiel. Und wir beginnen jetzt einmal mit der Ebene der feinstofflichen Fremdenergien. Ich nenne das jetzt mal die Ebene der spirituellen Manipulationen. Und da geht es um dein Kronenchakra und um dein drittes Auge. Und das violette Licht von Erzengel Zadkiel baut sich jetzt erstmal rund um dich herum auf. Wie ein violetter Kreis. Und du spürst jetzt, dass du dir erlaubst, immer mehr und mehr, immer weiter und weiter aus deinem Alltagsbewusstsein auszusteigen, dich immer weiter und weiter fallen zu lassen, in eine tiefe, wundervolle Reinigung.
in eine tiefe, wundervolle Reinigung. Auch wenn du deine Intuition vielleicht schon eine Zeit lang nicht mehr benutzt hast, wird dieses Zentrum jetzt als erstes gereinigt. Und du kannst dir das vorstellen, das ist eine Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Mittelpunkt des Universums. Das ist eine Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Mittelpunkt des Universums. Und das ist so dein Kanal, der dich mit dem Ursprung verbindet. Und dieser Kanal wird nun gereinigt. Geklärt und sämtliche Manipulationen, sämtliche fremde Energien werden nun von diesem violetten Licht gelöst, sodass dein Hauptkanal ins Spirituelle immer freier und klarer wird. Du bist über dein Kronenchakra mit dem Zentrum von allem, was ist, verbunden. Und dieses ewige Licht fließt durch deinen Kanal. Und dort, wo dieses Licht feststeckt, transformiert nun Erzengel Zadkiel sämtliche Blockierungen. Und du spürst, dass du immer klarer und klarer wirst, dass du, egal was in den aktuellen Zeiten für Probleme sind, dass du deinen Blick nach oben richtest, ganz klar ausrichtest, dass du voller Würde und Klarheit und innerer Zufriedenheit dein Leben bestreitest. Und sämtliche Anspannungen lösen sich jetzt aus deinem Kronenchakra und aus deinem dritten Auge. Und die Reinigungsenergie von Erzengel Zadkiel spült diese Zentren durch. Und du spürst jetzt, wie diese Verbindung von deinem Kronenchakra klarer wird. Du spürst es fast so, als würde dich eine unsichtbare Schnur nach oben hin aufrichten und dich justieren. Und mit dieser Hauptkanalreinigung reinigen sich auch alle Nebenzentren in deinem Kopf, deine Sinne, deine Ohren, dein Hörkanal, die Nasennebenhöhlen, der Geruchssinn, Geschmackssinn, dein Sehorgan, deine Augen. Jeglicher Stress fällt da ab und du spürst, dass du klarer wirst und immer mehr und mehr und immer weiter und weiter in dein Vertrauen gehst. Atme mal tief ein und wieder aus.
Und vergleich jetzt mal dein Kronenchakra, also das oberste Chakra, und dein drittes Auge, zum Beispiel mal mit deinem Halszentrum. Da wirst du sehen, dass das siebte und sechste Chakra, also Krone und Stirn, dass die ganz stabil sind und gereinigt wurden. Und dieses violette Licht bitten wir jetzt auch, unser Halszentrum zu reinigen. Und bei dem Halschakra geht es ja um die Kommunikation. Es geht aber auch ums Handeln. Und handeln und mich selber ausdrücken kann ich natürlich nur, wenn ich auch gut verwurzelt bin, also gut geerdet bin. Also werden schon Aspekte, während das Halschakra jetzt gereinigt wird, auch bei deinem Wurzelchakra mitgemacht. Das erste, was von deinem Halschakra jetzt gelöst wird, während Erzengel Zadkiel jetzt diese Chakrenreinigung vornimmt mit diesem violetten Licht, das allererste, was da jetzt rauskommt, sind einmal Unsicherheiten, Sätze wie ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ich traue mich nicht. Aufschubssätze, Sätze, die dich daran hindern, zu 100% in deiner Kraft zu sein. Und vor allem wird jegliches Krankheitselemental, das sich auf deinem Hals, deinem Rachen festsetzt, jetzt transformiert. In diesem violetten Licht. Und du spürst jetzt, wie mehr und mehr deine innere Stimme, deine innere Kraft zurückkehrt, wie sich dein Wurzelchakra mitentspannt. Das sitzt so am Steißbeinende. Und du spürst, dass die Verbindung zwischen Hals, also Wirbelsäulenende und Steißbein nun zu pulsieren, zu fließen beginnt. Und du spürst jetzt diese Verbindung zwischen deinem Hals und deinem Wurzelchakra. Und du spürst, dass in diesem Augenblick alle Fremdenergien von diesen Zentren gereinigt werden. Und es geschieht jetzt auch noch mehr. Bei jedem Wirbel, jeder Bandscheibe, von oben bis nach unten lösen sich jetzt Fremdenergien, lösen sich Besetzungen aus deiner Wirbelsäule raus. Und dein Wirbelsäulenkanal wird immer freier und freier. Und auch dein Halschakra und dein Wurzelchakra entspannen sich mehr und mehr. Du spürst, dass du innerlich immer mehr einem starken Baum gleichst, von dessen Wurzeln aus der Erde das Wasser aufgenommen wird und von den Blättern die Sonne. Und nun lösen sich aus deinem Halszentrum sämtliche Diskussionen, sämtliche Streits, sämtliche Missverständnisse, die du in letzter Zeit, in jüngerer Vergangenheit erlebt hast.
Und dein Halschakra wird frei und setzt ganz viel Energie aus. Du spürst, wie deine Eigenverantwortung zu dir kommt und du spürst, wie du stabiler und auch immer klarer wirst. Und nun fließt diese transformative Energie von Erzengel Zadkiel weiter von deinem Hals in deinem Brustraum zu deinem Herzchakra. Und dort geht es darum, wo fühle ich zu sehr für andere, wo habe ich Gefühle von anderen übernommen, wo fühle ich womöglich mit oder leide mit, was vielleicht gar nicht auf meinem Plan steht. Und jetzt betrittst du also die Ebene deines Herzzentrums und du betrittst dieses Zentrum in deinem innersten Kern, das heißt in deiner inneren Nulllinie. Und du spürst, wie du immer größer und freier und leichter wirst. Und du spürst, wie Türen deines Herzens geöffnet werden, die du vielleicht so noch gar nie entdeckt hast. Es werden jetzt sämtliche Gefühle und Gedanken, die du von fremden Leuten von außen übernommen hast, aus deinem Herzen gelöst. Und dein Herz erlangt seine volle Selbstheilungsfähigkeit und natürlich auch die vollständige Fähigkeit zurück, Liebe zu geben und zu nehmen. Und du atmest einmal tief ein und wieder aus und spürst, wie sich deine Brust öffnet, wie sich dein Herzchakra öffnet, wie du immer weiter und klarer wirst. Lass jetzt einfach mal bedingungslose Liebe in dein Herzzentrum einfließen. Sehr gut. Und du spürst jetzt, dass dein Herz, obwohl es offen ist, ganz klar, ganz zentriert in dir ist. Und du spürst auch die Verbindung Herz, Hals, drittes Auge und rauf zum Kronenchakra. Und nun, wo du deine Gedanken, deine Inspiration und deine Gefühle gereinigt hast, gehst du mit diesem Seelenlicht und diesem Wissen gemeinsam mit Erzengel Zadkiel einen Schritt tiefer zu deinem Bauchzentrum, zu deinem Solarplexus, zu dem Chakra, wo es um dich und die anderen geht. Und überall dort, wo du Gefühle und Gedanken von anderen aufgeschnappt hast und weiterträgst, überall dort spürst du, dass du unterstützt
wirst. Auch ohne, dass du Teil von jemandem bist oder dem zustimmst, sondern dass du Geborgenheit, Vertrauen, wahre Freundschaft dann finden kannst, wenn du hundertprozentig in deiner Kraft, in deinem Licht bist. Und dieses violette Licht breitet sich jetzt weiter in deinem Solarplexus aus und du spürst, wie du weiter wirst, immer weiter und wie vielleicht Arbeitskollegen oder ein Autofahrer, über den du dich geärgert hast oder eine Freundschaft oder jemand aus der Familie einfach einmal abfällt und wegfällt und du spürst, dass du weiter wirst und klarer. Und du dehnst dich immer mehr und mehr aus. Und in dieser unendlichen Weite, in diesem Zyklus der unendlichen Möglichkeiten, in diesem Zyklus trifft jetzt dieses violette Licht auf dein Nabelchakra, dein oranges Zentrum. Und du visualisierst jetzt mal das Violett von Lord Zadkiel, das sich mit dem goldorangen Licht vermengt. Violett-orange. Und du spürst jetzt, wie dein Nabelchakra gereinigt wird, ausgerichtet wird, sich regeneriert. Atme jetzt tief ein und wieder aus und spüre, wie sämtliche Programme, die du von deinen Eltern übernommen hast, die du als Kind gelernt hast, jetzt von dir abfallen und du immer freier und weiter und ruhiger wirst. Sehr gut. Und du spürst jetzt, dass du leichter wirst, klarer wirst und dass dieses violette Licht jetzt wirklich von deinem Kronenchakra bis zu deinem Nabelchakra durchfließt. Und nun bist du bereit für den letzten Schritt auf der Chakrenreise. Den Schritt in die Materie, ins Wurzelchakra. Und dieses geheilte Licht und heilende Licht von Erzengel Zadkiel fließt jetzt in dein Wurzelchakra und löst dort alle Blockaden, die du im Hinblick auf die Materie, das konkrete Leben hast. Und auch natürlich fremde Energien. Personen oder Ideen, die dich kränken, die dir Kraft kosten, werden jetzt ausgereinigt und du spürst, dass du dich erdest, dass deine Energie immer weiter und weiter in die Erde hineinfließt und dass du klarer, vollständiger und freier wirst. Atme mal ganz tief ein. Sehr gut. Und nun fließt alles, was jetzt gereinigt wurde, noch einmal durch dein Wurzelchakra in die Erde ab.
Das heißt, jegliche fremde Energie, jegliche Beeinträchtigung, alles, was du jetzt gelöst hast auf dieser Reise, vom Scheitel bis hinunter zum Wurzelchakra, all das darf jetzt durch die Erde abfließen, in die Erde abfließen und sich dort reinigen. Und du spürst jetzt vielleicht eine Wärme oder ein Kribbeln in deinen Füßen auch. Und vielleicht spürst du, dass du weiter oder leichter geworden bist. Und in dir manifestiert sich jetzt eine Klarheit. Und du spürst, dass du absolut klar zu dir selber stehst. Sehr gut. Du hast nun mit dieser Meditation eine intensive Reinigung deines Systems vorgenommen. Da sagt man auch Clearing dazu. Und du bedankst dich jetzt erstmal bei Erzengel Zadkiel für seine Führung. Und du atmest tief ein und wieder aus und du weißt, du kannst dieses violette Licht jederzeit anrufen, wenn du das Bedürfnis dazu hast und Energien aus deinem Feld lösen möchtest. Spür jetzt nochmal ganz klar nach, geh in dein Wurzelchakra rein, spür den Freiraum, spür die Leichtigkeit in deinem Nabelchakra. Die Abgrenzung im Solarplexus, die Freiheit des Liebegebens und Nehmens im Herzen, das Handeln und die Kommunikation in deinem Halschakra, die Intuition im dritten Auge und den Draht nach oben. Und alles fließt jetzt frei. Und du bist ein Licht der Inspiration. Du inspirierst dich, du inspirierst andere. Und du spürst, dass es wunderbar ist, dass du hier bist, absolut stimmig. Und dass du 100% genügst, ohne irgendetwas anderes aufzunehmen. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Bedank dich nochmal bei der geistigen Welt für die Führung bei dieser Meditation. Und dann streck dich mal durch, beweg deinen Körper und komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann spür nochmal nach, wirklich vom Scheitel bis zu den Füßen. Spür deinen Körper, spür dein Energiefeld nochmal nach. Und dann komm ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und natürlich kannst du diese Meditation bei Bedarf wiederholen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Gute. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder ein Abo auf meinem Kanal freuen. Bis nächstes Mal, dein Oliver Ereny, medialer Energetiker.